Der Daniel hat mich gezwungen, die Ansage zu machen. Gar nicht. Na, Ja, wir sind drittes zurück. Level dieses Mal hier am Start. Nee. Und mein 100 treibt mich dazu, die Tür aufmachen zu wollen. Das nicht. Ich will die Tür zu machen! Durch, war oh, weißt du, was ich jetzt Bock habe? Was denn? Auf Burger King! Ich war noch nie bei Burger King. Ich will auch noch nie. Ich will da eigentlich auch nicht hin. Was sah das denn gerade aus? Hast du hier nicht gerade? Wo? Ich hab so. Da einen so einen Schuss reingemacht. Und das zerbricht alles so wie so ein. Wie so Domino oder so. Domina. Durch war schon. Ich habe Hunger. Genau wie der Tank, ja. Lol. Ja, wir einfach ein Gin. Genau. Ich will das. Ich mit meiner Pistole killen. Ich sterbe übrigens. Ich werde das nicht überleben. Sei denn noch schnell. Ah! Komm schon, Rochelle. Was machst du eigentlich? Ach, du bist so ein geiler Schnitter, Alter. Nicht so wie der hässliche Mafia-Typ da. Oh, heile mich auch noch, Chef. Dankeschön. Oh, bist du einer der Schnitte. Das hat gut reingehauen. Geil. Oh, ja klar, ich wollte zusammen mit Milch jetzt schlagen. Lade nach. Was denn? Nein, ich mach's diesmal nicht. Als ich da drauf stand. Activate the generator to open this door. Ich hatte meine Mausgeschwindigkeit angepasst, deswegen sah das gerade, wurde das gerade immer schneller. Kann ich euch mal in Ruhe zeigen? Ob wir im Safe Room sind. Nein! Kannst du sowieso nicht sehen. Fahr mich nach oben. Wer? Du sollst mich nach oben fahren. Ach, die Rolltreppe. Oh, ich bin ja auf der falschen Seite. Ich wunder, dass das nicht funktioniert. Fahr mich nicht nach oben. Okay. Fahr mich nach oben. Oh, Rolltreppe, du bist aber heute. Du bist aber heute nicht gut. Hast du das so Tadi gehabt? Wer ich? Tadi. Weißt du mich jetzt? Ja. Nein, Spaß. Spaß ist hier nicht erlaubt. Lade. Der ist auf der falschen Seite nach oben. Geil! Nee, einer von den Bots kann es nehmen. Geil! Bist du ein Idiot? Es kommt doch kein Tank mehr. Mein Geil, ich muss trotzdem mal lieben. Irgendwie ist es ziemlich leer hier, oder? Hallo. Weißt du, guck mal, das ist auch ein geiles Geschäft. Komm mal rein. Guck mal, die große Auswahl an. Ja, nicht schlecht. Aber selbst, guck mal, selbst wenn hier was wäre, was soll denn hier rumstehen? Die retten oder was? Wahrscheinlich. Nee. Oh, ich rieche mal. Ich rieche es auch. Ah, nee, es war ein Fuß. Oh, der riecht so geil. Ah, Fußfetisch. Nee, eigentlich nicht. Machen wir heute, aua! Machen wir heute noch was zu viert mit Benny und so, wenn sie da sind, Leute? Nein! Warum nicht? Vielleicht, mal gucken. Warte, ich hab so Bock nochmal auf ein Teambett her, Alter. Aus Minecraft. Egal, wie die einfach mit den Lava-Eimer weggefickt haben. Ich war das! Ich auch. Ich hab Benny getötet. Ich hab mich getötet. Ja, mir ist es ziemlich dunkel hier. Das ist aber kein freundlicher Kundenservice hier. Lade.
Was? Wollen wir dann auch in ein riesiges Einkaufsgeschäft gehen, Daniel, in Köln? Kann man machen. Würde ich eigentlich gesagt auch, war eigentlich gesagt ein Vorschlag auch von mir. Achso, so eine Mall, weißt du, wo man alles sehen und kaufen kann. Ich habe mit ein paar Arbeitskollegen gesprochen, die schon in Köln waren. Mir sagt auch, da gibt es eine riesige Einkaufsstraße, so ist da geben und so. Da kaufe ich mir Kondome. Weißt du, das erste, was wir. Ich habe mit zum Arbeitskollegen darüber gesprochen, was es in Köln so alles Gutes gibt. Das erste, was er gesagt hat, also da gibt es ein paar Tulipuffs, Alter. Was gibt da? Ein paar Tulipuffs, hat er gesagt. Das erste, was er mir vorgeschlagen hat. Naja? Ist bestimmt geil, da will ich auch mal hin. Na, so sehe ich aber nicht danach aus, da bin ich da. Nee, ich glaube nicht, dass wir auch da willkommen sind. Wir sind da noch viel zu. Wir sind zwar 18, aber wir sind. Du noch nicht. Ah, du bist in dem Zeitpunkt auch 18, aber wir sehen viel zu jung aus. Naja, ich sehe aus, als ob ich mal 15 oder so bin. Und ja, ich sehe auch noch aus wie 16. Na, du siehst älter aus, aber. Mit Bart sehe ich älter aus, ja. Aber wenn ich keinen Bart habe, sehe ich aus wie 16. Wo ist mein Lang eigentlich? Weiß ich nicht. Ich laufe gerade dumm rum. Ich habe mich mehr aufs Reden jetzt konzentriert. Ich glaube, hier müssen wir weiter. Nee, doch nicht. Hä? Ein bisschen zurück. Ah, ich weiß wohin. Ja, das ist ja weit. Nein, hier ist es doch. Hier ist ein schönes Symbol. Wo ist ein Boomer? Oh, bitte tut die Leiter umzugehen. Oh, doch, 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 doch. Ich hab diesen Glibberscheiß abgekriegt. Hier oben ist Katana. Ich bin runtergefallen. Hä? Ich wollte auf den Zaun springen und bin genau in die Lücke gesprungen. Warum? Vielen Dank. Weiß ich nicht. Aber ich meine, warum hast du das überhaupt gemacht? Wolltest du cool wirken? Na, das wird halt nein. Ehrlich gesagt, gibt's dafür keinen wirklichen Grund. Wollte einfach da drüber springen. Du wolltest einfach nur cool sein. Jetzt komm hoch, hier ist Munition und Katana. Hier sind Waffen. Meterschläger. Ach nee, Katana. Nehm mir einen Schuss. Ja? Du willst den Schuss geben? Warst du oben nicht schon mal? Nein. Oder war das was anderes? Das war eine andere Stelle. Oh. Hallo, ich bin der Marek. Hinter dir. Ah, Hilfe! Hilfe! Der Rebbe ist so fucking groß. Ich geh mal geradeaus. Aber hier ist anscheinend. Warte, doch, hier ist ein Waffenlager. Munition! Ja, ist die Big Gun. Schön, mit Brandmundi. Ja. Splittergranaten hier. Oh, ja. Wo ist mein Medikit jetzt? Nee, ich werde Sprenggranaten nehmen. Wo ist denn mein Medikit? Hallo? Ich hab Spreng und Brandmundi genommen. Ich finde mein Medikit. Hatte ich Medikit dabei die ganze Zeit? Nein. Okay. Ich glaube auch keins. Was soll's? Jetzt übrigens doch außersehen Brandmoni. Am liebsten will ich jetzt, dass ein Tank kommt, Alter, ohne Spaß. Er kam aber schon. Kotze! Geil. Kotztopf. Ich glaube, wir sind sowieso gleich am Ende. Da weiter? Nee. Ja, hier oben. Wo? Lade nach!
Was? Nicht. Press E. Das ja. Hä? Wieso hier gegen gerollt werden, Mann? Vor allem von Einkaufswagen! Ja. Wo bist du eigentlich? Hier oben. Wow! Weggang alle, ja? Ich hab, ehrlich gesagt, nur 16 Schuss bis jetzt verbraucht. Weil ich die lieber für einen Tank oder so benutzen will. Weil ich das sowieso kaum treffe. Ey, die Kugeln tun weh. Man, ich frag mich sowieso immer, wie ein Mensch so viel Schuss aushalten kann. Dem wird es ja so 3-4 Magazine irgendwo in den Kopf schießen oder so, die überleben das. Die Logik im Videospielen. Laut einer Logik sollte man am besten bei einer Zombie-Apokalypse die Pistole nehmen, die hat unendlich Munition. Mhm. Nein. Nein! Was ist das eigentlich da denn hinten? Mich abzuknallen bringt gar nichts. Gern geschehen. Ist eine E-Munition. Nee, brauchst du ja nicht. Ich kann eine Munition nehmen. Aber hier ist ein Ort namens Safe Room, der ziemlich hell ist. Schluss jetzt da drauf und rein hier. Not a flu, all the evacs are empty. Coach, du musst hier lang. Oh Gott! Kommst du nun oder willst du da liegen bleiben? Der Mensch geht zu. So läuft die Show. Boah. Schlecht? Ja, was ist denn los, Daniel? Weiß ich nicht. Mich noch nicht so ganz an die neue Tastatur gewöhnt beim Zug. Ja, ja. Alter, ich bin wirklich mit schlecht. 4300, 1702 mal ich 134. Was war denn das Finale nochmal? Oh, ich kann mich nicht dran erinnern. Das war Zugrettung. Also es kommt ein Zug. Ja, sicher? Ja, es kommt ein Zug, der uns rettet. Geil, dass wir das so einfach mal so spoilern in der Folge davor. Du hast gefragt! Das war's dann wohl. Coach ist draußen. Sollten wir besser nicht so oft machen, oder? Das Spoilern. Doch. Ich spoilere jetzt noch was. Ich hab einen 30 cm, ihr wisst schon was. Lineal! Du bist zum nächsten Mal. Ciao.